Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Genau, und das haben wir auch in der letzten Folge getan. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu mir, dem lieben Crowgame, mit einer neuen Folge von The Witcher 3. Ja, wir befinden uns ja hier in einem verlassenen Haus, das ein Bankier gekauft hat. Hier soll sich die sogenannte Träumerin befinden. Die liegt auch hier hinten auf dem Bett. Nicht, weil sie uns erwartet, sondern weil sie schläft und träumt. Um hier einen, ja, halt, Geist zu finden. Tu das nicht! Um dieses Haus zu befreien. Ja, ich komm gleich. Ich lasse das auch gleich. Ich möchte nur mal ein bisschen was erzählen. Deshalb gehe ich mal eben kurz hier raus. Weil es hat sich was getan. Wir haben einen neuen Patch bzw. Update auf dieses Spiel bekommen mit ein paar interessanten Änderungen. Einmal betrifft es das Inventar. Und damit sollen die Ingredienzien und die Alchemie- und Handwerksgegenstände nicht mehr ins Gewicht fallen, was das Inventar betrifft. Also das heißt, sie sind nicht mehr vom Gewicht betroffen. Ansonsten haben wir hier eine neue, einen neuen Reiter bekommen, wo die ganzen Bücher und Manuskripte aufgeführt sind. Das erleichtert uns so die Übersicht. Und des Weiteren, man kann es hier unten schon sehen, werden alle Manuskripte und Bücher, die man schon gelesen hat, auch als gelesen bezeichnet. Ungelesene Bücher haben diesen grünen Schriftzug da unten noch nicht. So wie hier. Können wir jetzt einmal lesen und schon haben wir dies auch erledigt. Ja, des Weiteren, und das hatte ich ja schon letztens angedeutet, ist mit diesem Patch auch eine Kiste gekommen, an dem wir unsere überflüssigen Gegenstände, die wir im Inventar haben, ablegen können. Das heißt, wir ersparen uns den einen oder anderen Weg zum Händler und können hier unsere geliebten Reliktgegenstände wie Schwerter und Rüstungen und andere Sachen, wie auch diese Trophäen, dort ablegen. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Wir werden das hoffentlich noch in dieser Folge hinkriegen. Aber als erstes möchte ich gleich erstmal diese Quest zu Ende bringen. Ja, des Weiteren hat es noch X Bug Patches, Fixes, Story Quest Fixes und eine neue Bewegungs ja, wie soll ich sagen, ich musste mal eben kurz in die Optionen gehen, dann kann ich euch das besser zeigen. Gibt es neue Steuerungseinstellungen für den lieben Geralt? Wo haben wir das denn? Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Steuerungsschema, nein. Ach Mensch, das ist doch doof. Bewegungsreaktion, genau. Ich werde das gleich mal zeigen. Ich werde die jetzt mal ändern. Bewegungsreaktion, das heißt, der Hexer reagiert noch schneller und noch fixer auf meine Bewegungskommandos als vorher. Zurück, genau. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal fort. Ich will jetzt nicht auf jede Änderung im Einzelnen eingehen. Ich habe euch jetzt nur mal so die wichtigsten Änderungen gesagt, die jetzt in dieses Spiel mit reingekommen sind. Und deshalb würde ich sagen, legen wir mal los. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ja, wir sind jetzt schon wieder bei der Träumerin, die ja versucht hat, für diesen Bankier, der dieses Haus gekauft hat, die Geschichte zu erträumen, und dabei ist irgendetwas mit ihr passiert. Wir können sie nicht wecken und deshalb werden wir uns mal hier ein wenig umschauen mit Hilfe unserer Hexersinne.
Ich nehme jetzt einfach mal was alles mit, um zu gucken, ob das nachher auch mit dem Inventar so alles funktioniert, was uns die Entwickler geschrieben haben. Dann können wir nicht den ganzen Schrott hier nachher wieder verkaufen. So. Jetzt sollen wir hier den Dachboden untersuchen. Jetzt muss es aber hier doch irgendwo einen Hinweis geben. Warum ist es hier so dunkel? Will uns da jemand etwa in die Irre führen? Wir nehmen mal alles mit, wie gesagt. Ich kann ja gleich mal einen kleinen Blick ins Inventar werfen, ob sich da irgendwas getan hat. Komm, machen wir das mal wieder an. So, Inventar. Ja, ein kleines bisschen hat sich getan, aber auch nur, weil wir hier ein neues Rüstungsteil aufgenommen haben. Gut, aber ansonsten sind wir noch nicht überlastet. Was gewesen wäre mit der letzten Version, wenn wir jetzt hier so wie wir es jetzt machen würden, alles aufnehmen würden, wären wir schon längst überlastet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo ist der Hinweis, den wir benötigen? Es soll aber auf dieser Etage sein, ne? Ach, wir sollen den Dachboden untersuchen. Ja, das sollten wir auch mal machen. Dann gehen wir doch mal... Wo ist denn hier eine Treppe? Dann sollten wir auch mal zum Dachboden gehen, ne? Ich glaube, hier hinten, wo wir gerade waren, habe ich eine Treppe gesehen. Oder eine Leiter, genau. Gehen wir hier mal hoch. Sie ist auch schon rot aufleuchten links von uns. Machen wir jetzt mal ein bisschen Licht. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Genau, wo ist das hier? Das ist ja ist ein bisschen versperrt. Dann wollen wir mal unsere kinetische Druckwelle nehmen. Und den Weg frei machen. Ja, dann habe ich hier auch schon den nächsten Hinweis. Das liegt hier. Zeichnung eines Kinderhandes. Wollen wir doch mal kurz in unser Inventar gehen. Jetzt müssen wir wieder auf die Questgegenstände. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde. Anscheinend von einem Kind. Okay. Das haben wir auch... Jetzt könnt ihr das hier sehen, dass da unten steht, du hast dieses Buch schon gelesen. Jetzt können wir mal eben kurz durchgehen, ob wir hier schon alles gelesen haben, was in unserem Quest-Inventar ist. Aber... Nee, da haben wir noch was. Objekt, das ist der Gleitbrief. Pins Andriens Tagebuch. Naja, ich lasse das mal erstmal so stehen. Das ist nicht der Hinweis zu einer neuen Schatzquest, glaube ich. Mal sehen, was es gleich gibt. Ah ja, Schatzsuche, Katzenschuhenausrüstung, alles klar. So, jetzt liegt hier noch irgendwo eine Puppe, falls wir die nicht schon haben. Ich bin ein bisschen raus aus dieser Quest, muss ich sagen, weil ich jetzt ein paar Tage nichts aufgenommen habe. Und deshalb seid mir nicht böse, wenn ich jetzt... Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Okay, ich habe die Puppe wohl gerade gefunden, ohne dass ich es richtig gemerkt habe. Was ich sagen wollte, ich habe, wie gesagt, ein paar Tage nicht aufgenommen. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen Quatsch rede. Ich höre hier Schritte. Es wird ja schon wieder recht gruselig hier. Na, nichts mehr da? Okay. Doch, hier ist ein Eimer. Ach, den ganzen Schrott, das nehmen wir alles mit. So, jetzt legt das Püppchen in das Bettchen. Wir müssen hier wieder runter. Hier oben ist das
Bettchen nicht. Ich höre immer Kindergekichere. War das hier? Ja, hier war dieses Bettchen. Da legen wir jetzt die gefundene Puppe rein. Nanu? Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Da hängt doch schon wieder ein Zettel. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Tja. Doch wo mag dieser Ofen sein? Corinne sieht ja so richtig verführerisch aus, aber ich habe leider was anderes zu tun. Da geht's nur hoch. Wir müssen runter. Das war falsch. Der Steuerung muss ich mich auch wieder fix machen. Man kann es jetzt hier sehen, der Hexer reagiert viel, viel schneller auf meine Bewegungsaktion. Da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, was andererseits auch gut ist. So, hier auch nochmal alles aufklauben. Hier ist die Falltür. Hier ist auch noch ein Raum. Freunde, wir haben es, glaube ich, fast gepackt. Wie gesagt, ich räume hier nur noch alles aus, weil ich wieder ein bisschen Geld brauche. Wo geht's denn hier hin? Ein kleiner Balkon oder zumindest. Ne, wir sind schon wieder draußen. Das wollten wir nicht. Ich glaube, ich nehme gleich mal einen Trank Katze. Also es ist doch ein bisschen duster hier. Ach du Scheiße. Ja, aber wir sind hier richtig. Machen wir eben die Wand da auf. So, machen wir hier mal alles aus. Ich habe, glaube ich, gerade links den Ofen gesehen, den wir besuchen. Hier war doch noch irgendwie ein bisschen was, genau. Ein Hammerkopf. Das ist bestimmt nur Plunder. Da war eine Rüstung bei. Oder ein Rüstungsteil. So, dann springen wir hier mal wieder hoch. Und gucke mal, was wir an diesem Ofen finden. Oh, hier ist ja auch noch links und rechts was. Auch noch ein bisschen Brot. Ich muss ja noch eine schöne Stulle schmieren. Kuckuck. Na, was passiert jetzt? Hab ich dich erschreckt? Ja, hast du. Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Aha. Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll.
Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Verstehe. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Dann muss ich dich rauswerfen. Nein. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay, aber damit habe ich mir jetzt meinen Job versaut. Aber was wäre passiert, wenn ich sie einfach rausgeworfen hätte? Das will ich gar nicht wissen, oder? Nun gut, wir haben die Entscheidung getroffen. Ob sie uns noch Probleme bereiten wird, wird sich zeigen. Wir gehen mal hier wieder die Leiter hoch und dann werden wir mal nach oben gehen zu der Träumerin. Ich hoffe, Sarah hat ihr Wort gehalten. Ansonsten muss ich dann nochmal runterkommen und sie vermöbeln. Und das wäre keine gute Idee. Die Klappe können wir nichts machen. Gut, hoch mit uns hier. Ja, die Steuerung ist ein bisschen flüssiger geworden. Nicht so hakelig. Das wird sich nachher noch beim Pferd zeigen, wenn wir mit Plötze reiten. Ob das auch Auswirkungen hat. Gut, reden wir mit Corinne. Ich hoffe, sie kann uns erneut eine Spur geben zu Cirilla. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Sie hat ein Zimmer. Interessant. Nun gut. Raus aus der Bude hier. War denn noch der Eingang? Hier muss der gewesen sein. Genau, wir sind wieder draußen. So, da ist auch schon der Bankier. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Tja. Halten wir unser Versprechen?
und belügen den Bankier oder verpfeifen wir die kleine Sarah und sie kriegt noch ein Problem. Es ist immer so, dass das doof, man weiß nie, was richtig ist, weil es gibt kein Gut und Falsch. Es gibt immer nur das geringere Übel zu finden. Lass uns mal beim ersten. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Scheinbar haben wir die richtige... In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Die richtige Entscheidung getroffen. Oder das geringere Übel. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg in den goldenen Stör. Nein, wir machen das anders. Ich will jetzt erstmal zu dieser Truhe. Das will ich euch nach eben zeigen. Bevor uns noch die Zeit davon läuft. Nicht, dass in dieser... Ey, ja, das ist das, was ich meinte mit der neuen Steuerung. Warum? Und dass ich mich hinkriege in dieser Folge. Aus welchem Dorf? Ich erstmal mein Gepäck ein bisschen erleichtern. So, hier ist ein Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Hilfgard ist vor dem Winter dorthin gekommen. Ich muss kotzen. Was für ein Gebäude. Ich war hier noch vorher noch nicht drin. Verflucht! Ich habe ihm gesagt, er soll seinen Arsch nicht hintragen, wo er nicht zu suchen hat. Armenhaus oder was ist das hier? Aber das hier muss unsere Truhe sein. Genau. So, jetzt können wir mal gucken, was wir alles hier reinschmeißen. Ich habe ja gesagt, alle Relikt, Rüstung und Waffen werden hier reinwandern. So, ich werde auch erstmal unser Greifensilberschwert da reinhauen. Das Reliktschwert. Die werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber ich bin halt so ein Waffensammler in solchen Spielen. Und deshalb behalte ich sie erstmal noch. Oh, einen Moment. Ich habe hier gerade was gesehen. Unser Greifenstahlschwert ist besser als das Stahlschwert, was wir gerade angelegt haben. Okay, dann tun wir auch da die ganzen... Erstmal auch die ganzen Armbrustpfeile rein. Und die Waffen, die wir... Beziehungsweise Armbrüste, die wir momentan noch nicht anlegen können. So, das lege ich gleich noch an. Okay, man sieht schon richtig, wie meine Gewichtsanzeige nach unten geht hier. Explosiver Bolzen, jawohl. Die ganzen Trophäen tue ich hier auch mal reinschmeißen. Und die Axi, beziehungsweise die Glyphen, die behalte ich noch. So, jetzt können wir hier noch das ganze Geld reinschmeißen. Das behalte ich aber noch bei mir. Oder tut sich da irgendwas? Ne, da tut sich gewichtsmäßig gar nichts, ne? Und dann können wir hier noch gewisse Wertgegenstände reinschmeißen, so wie unser ganzes Silber. Was ist das denn? Silberne Pantanos. Das kann dann halt einfach... Schmeißen wir doch mal an. So, das schmeißen wir hier auch rein. Das Zeug werden wir gleich alles verkaufen. Dieses Parfum... Ich weiß nicht, was das ist. Das schmeißen wir auch da rein. Diese komischen Dinge auch. Das Xenogloss schmeißen wir da auch rein. Kästchen, nein, das wird alles verkauft. Der Kelch auch. Dieses Fläschchen auch. So. Den Rest, den werden wir jetzt gleich erstmal an einen Händler verscherbeln. Und dann werden wir weitergehen zum goldenen Stör. Was machst du denn da? Bist du bescheuert? Achso, hier ist das Kind hier drin, ne? Den Zitronenwasser, den nehme ich mal mit. Alkohol ist ganz, ganz ungesund für euch, meine Freunde. Sowas braucht ihr nicht. Das nehme ich auch mit. Die Wasserflasche kannst du behalten. Gib uns einen Körper. Vielleicht werden wir hier noch
verflixt und zugenäht. Hör auf, oder ich sag's dir. Achso, wir sind ja hier in einer der letzten Folgen, als wir auf Triss Merigold gestoßen sind, auch mit dem Bettlerkönig in Kontakt getreten. Und das scheint wohl hier jetzt so ein Bettlerhaus zu sein. Wo wir auch wahrscheinlich noch die ein oder anderen Person oder Information bekommen werden. Über eine der späteren Quests. So. Ich werde mir den Rest jetzt hier sparen. Wir suchen jetzt erstmal einen schönen Händler. Hilf einem armen Kerl. So, wo ist denn der nächste? Falsch. Wie die Karte haben. Nicht weit weg. So. Dann wollen wir da mal hinspurten. Was haben wir denn hier? Ein Anschlag. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Ach du Scheiße. Ich Propaganda. An Armut. So, mal gucken, ob wir hier durchkommen. Verwechslung sein. Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Hier mit den Kronen. Oh, da haben wir noch eine Quest angenommen. Können wir hier noch eine Quest annehmen? Lass den in Ruhe. Genau. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ach, ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Ich muss unbedingt einen Punkt hier in dieses Zeichen setzen. Damit ich diese blöden Kämpfe, kleinen Kämpfe hier mal übergehen kann. Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Habt ihr das gehört, Jungs? Ja, jetzt müssen wir wieder kämpfen. Dann macht der Hexer Schlag! Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Wir können ihn nicht aufbringen! Komm schon, komm näher! Verdammt! Er hext gerade! Fluchte Scheiße! Dieser Platz schafft mir, damit ich mich bewegen kann. Ihr habt's so gewollt, Freunde. So macht man das in Novigrad. Geh nach Hause, Kaufmann. Und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Ah, warte! Ich wollte doch noch mit dir... Ja, jetzt darf ich mir einen neuen Händler suchen. Toll. Was bist du? Hast du ein Problem? Ah. Die freie Stadt. Eine Stadt voller Gauner, Verbrecher, Mörder und Vergewaltiger. Bringt eure Kinder auf Marabella Schule für die Kleinen, wo sie lesen, schreiben und Respekt vor den Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Okay. Ja, dann müssen wir uns jetzt einen neuen Händler suchen. Ich habe meine ganze Familie begraben. Versuchen wir es mal hier. Sie haben meinen Sohn getötet. Ich werde jetzt mal Plätze nicht rufen, damit ich mich besser mal wieder an diese Steuerung gewöhne. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Hier ist ein Kräuterhändler, aber den brauche ich im Moment nicht. Oder doch? Kaufmann. Komm her! Kommt alle her! Ja, komm. Komm her! Ich will Kommt doch! Alle her! Komm her! Kommt alle her! Willst du mich verkackeiern? Denn halt nicht. So. Verdammter Hexenfreund! Hey, immer schön ruhig bleiben, ja? Mehr bleibt als deine verdreckte Hose. Sind wir hier nicht wieder aufmachen. bei dem Bettlerkönig in dem Versteck? Was
sehe schon kommen, hier ist, das wird hier wieder nichts. Alles abgeschlossen. Na, das ist doch klar, wie das ewige Feuer. Ewiges Feuer. Wenn der Licht der Wahrheit in könnt ich mal. Auch Geld. Geh jetzt zum Marktplatz. Ihr wollt nicht mit mir handeln, habt ihr Pech gehabt. Was geht dich das an? Suche ich mir halt einen anderen, der meine Waren haben möchte. Oh, guckt euch mal dieses schöne Panorama an. Mit der untergehenden Sonne. Das glaubt mir meine Frau nie in Leben. Hier ist noch ein Anschlagebrett. Das nehmen wir auch mal mit. Wichtig, die Ware nicht befummeln. Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Prosa in Groß. Am kommenden Dienstag erfolgt eine Lieferung der aktuellen Prosa Catwins an das Lagerhaus beim Platz des Hierarchen. Nur für Großabnehmer. Persönliche Bekanntmachung. Witwer, 60 Jahre alt, mittelgroß, überdurchschnittlich intelligent, besitzt ein Vermögen in Münzen und Liegenschaften. Sucht eine alte Jungfer oder kinderlose Witwe gleichen oder etwas höheren Alters. Vorzugsweise aus Grundbesitzerfamilie. Interessentinnen schicken ein Schreiben mit ihrem realistischen Abbild an Postlagerung Gildorf CO Romantik. PS: Briefe ohne vollständigen Namen mit Adresse werden nicht beantwortet. PPS: Frauen der älteren Völker zwecklos vor allen Halblinge. Gesucht. Erstklassiges Brennholz. Der Kult des ewigen Feuers ist am Ankauf von Brennholz bester Qualität interessiert. Wer es liefern kann, soll nicht nur gut verdienen, sondern kann sich auch am Kampf gegen Ketzerei und Wollenlust beteiligen, weil das Holz für die Scheiterhaufen zum Einäschern von Magiern und anderen Abschaum verwendet wird. Seine Exzellenz Cyrus Engelkind Hemmelfahrt Hierarch des ewigen Feuers. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mit Getreu der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausame Art und Weise zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen. Und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar den Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Gwind, Wimmel Vivaldi betrügt. An alle Gwind-Spieler. Der Zwergenbankier Wimmel Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Anderling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Gut. Aber deshalb habe ich immer noch keinen Händler gefunden. Versuchen wir es mal hier. Tödliche Wonnen, ja. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Okay, mal gucken, ob wir hier den Händler finden. Sieht gut aus. Ein Kaufmann. Willkommen, willkommen. Den kennen wir doch. Haben wir nicht gerade deinen Arsch gerettet? Was hast du denn da? So. Ja, weg, weg, weg. Oh nee, ne? Jetzt hat der Typ nicht genügend Gold, ey. Ich werd wahnsinnig. Ha, die nehme ich noch mit. Gule und Algule habe ich das Buch. Was haben wir denn hier noch? Kleine Aktienglyphen? Nein, die kleinen Glyphen will ich nicht mehr. Wieso habe ich jetzt schon wieder ein Hemd? Das war von dem Kampf eben. So, damit haben wir unser Inventar ja schon mal wieder richtig verkleinert. Jetzt
müssen wir hier nochmal die anderen Gegenstände loswerden. Die Münzen werden wir irgendwann mal im Laufe des Spiels in der Bank hier in Novigrad eintauschen. So, ich glaube, so leer war mein Inventar schon lange nicht mehr. Und diese hier, die fallen auch nicht mehr ins Gewicht. Beziehungsweise nicht mehr so doll. Da können wir mal eben durch. Kann ich die jetzt lesen? Ne, da kann ich den kann ich sie nur verkaufen. So. Bis dann. Bis dann. So. Wir machen uns jetzt mal flugs auf den Weg zum Goldenen Stör. Du siehst schon wieder, dass wir schon wieder am Zeitlimit adern hier. Du willst das kellige Siegel. In deinem schon wieder eine jetzt, Quest. Wo Krieg herrscht, du bist verrückt. Noch mehr Treibgut. Das wird dir jed. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Okay. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Genau. Feuers mit dir sein. So. Falsch gelaufen? Wo ist der Eingang? Oder war der doch hier? Kann man da vielleicht rein? Stimmt es, dass Elfen wir sind hier nämlich so im Hinterhof vom Goldenen Stör. Ey, du Sau. So. Willkommen im Goldenen Stör. Hier findet ein Faustkampf statt. Bluten sollst du. Da werden wir gleich mal dran teilnehmen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Denn ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder davon gerannt wie nichts. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim selber zocken.